Schlagzeilen der Medien glaubt, stehen uns wirklich düstere Zeiten bevor. So blicken laut dem aktuellen Wohlstandsindex 2 von 3 Deutschen mit massiven Sorgen in ihre Zukunft. In der zugrunde liegenden Studie heißt es, die fetten Jahre sind vorbei und die nächste Generation wird es weitaus schwieriger haben, ebenso im Wohlstand zu leben wie die heutige Generation. Wie geht es Ihnen, wenn Sie an die Zukunft denken? Machen Sie sich auch Sorgen um morgen? Wenn wir uns diese Frage stellen, sollten wir uns zunächst einmal klar machen, in welch einer wirklich guten Zeit wir derzeit hier in Deutschland leben. Seit über 70 Jahren ohne Krieg und Vertreibung. In einer Mindestabsicherung ohne Hunger im Sozialstaat Deutschland. Und im Gegensatz zu großen, großen Teilen der Weltbevölkerung haben wir hier in Deutschland Zugang zu sauberem Wasser und zu sicherer Energie. Aber es gibt tatsächlich Daten, Fakten und Prognosen, die dafür sprechen, dass es in Zukunft gravierende Veränderungen geben wird. Unser Land, Deutschland, steht vor gewaltigen Herausforderungen. Demografischer Wandel, Globalisierung und Digitalisierung sind die Schlagworte, die unsere Zukunft prägen und unsere Gesellschaft, so wie wir sie heute kennen, nachhaltig verändern werden. Und es gibt bereits eine Menge Horrorszenarien, die insbesondere von den Medien aufgezeigt werden. Wie zum Beispiel der angekündigte Zusammenbruch unserer sozialen Sicherungssysteme, der Rentenversicherung, der Krankenversicherung oder dass uns die Roboter die Arbeitsplätze wegnehmen werden. Und wenn man dies alles so als unausweichlich hinnimmt, ist man natürlich geneigt, vor Angst zu erstarren, wie ein Kaninchen vor der Schlange. Man kann sich allerdings auch im Rahmen einer meiner Vorträge aufzeigen lassen, wie man sich schon heute wappnen kann, um die Chancen und Möglichkeiten von morgen bestmöglichst zu ergreifen. Nämlich, indem man sich schon heute anhand der von mir dargestellten Zukunftstrends klar macht, worauf man sich in Zukunft einzustellen hat. Nehmen wir aus meiner Vortragsreihe als Beispiel einfach mal den demografischen Wandel im Kontext mit der zunehmenden Globalisierung. Wie Sie vielleicht alle wissen, liegt die Weltbevölkerung bei heute knapp 7,5 Milliarden Menschen. Das sind 7.500 Millionen Erdenbürger. Und es ist prognostiziert, dass die Weltbevölkerung innerhalb der nächsten 20 Jahre auf bis zu 9 Milliarden anwachsen wird. Dabei ist schon heute nur jeder 10. Mensch auf der Erde ein Europäer. Dagegen sind 60% aller Menschen Asiaten. Und jeder 5. Erdenbürger ist ein Chinese. Die afrikanische Bevölkerung, so ist es prognostiziert, wird sich bis zur Mitte dieses Jahrhunderts verdoppelt haben. Das ist punktuell der globale Blick. Wie sieht es hier lokal in Deutschland aus? Deutschland selbst hat eine Bevölkerung von knapp 81 Millionen. Und um eine Bevölkerung konstant zu halten, müssen sich Mann und Frau zusammentun und unten müssen sozusagen 2,0 Kinder herauskommen, um eine Bevölkerung nicht schrumpfen zu lassen. Wir haben hier in Deutschland eine Geburtenrate von gerade mal 1,5 Kindern pro Frau. Das ist weltweit die niedrigste Geburtenrate bei über 200 Nationen. Und so ist es völlig klar, auch abgesehen von Zuwanderung und Einwanderung, dass die deutsche Bevölkerung in Zukunft noch weiter schrumpfen wird. Und alles andere ist jetzt ganz einfache Mathematik. Wenn wir zeitnah in Deutschland von 81 Millionen auf 80 Millionen auf 75 Millionen kommen und gleichzeitig die Weltbevölkerung von 7,5 Milliarden auf 8 Milliarden und bis zu 9 Milliarden wächst, werden wir recht bald soweit sein, dass nur noch jeder 100. Mensch auf der Erde ein Deutscher sein wird.
Und selbst wenn wir hier noch die deutschsprachigen Österreicher und Schweizer dazu zählen, muss man sich schon heute klar machen, wir werden, soweit wir uns auf die deutsche Sprache beschränken, in naher Zukunft nur mit 1% der gesamten Menschheit kommunizieren können. Was will ich mit diesem Beispiel zum Ausdruck bringen? Das sind alles Fakten, die schon heute ausgewertet und genutzt werden können und ganz persönlich zur eigenen Zukunft umgesetzt werden können. Wir haben zwar alle irgendwie Englisch in der Schule gelernt und kommen irgendwie durch die Welt, aber anhand dieser Zukunftstrends könnte man auf den Gedanken kommen, sich schon heute mit einer asiatischen oder afrikanischen Sprache vertraut zu machen oder erste Erfahrungen in diesen Ländern zu sammeln. Interkulturelle Kompetenzen und Fremdsprachen werden in Zukunft auf dem Arbeitsmarkt besonders gefragte Fähigkeiten sein. Oder aus Sicht eines Unternehmers. Ich könnte schon heute mich mit den Wirtschaftssystemen in diesen bevölkerungsboomenden Ländern vertraut machen. Ich könnte dort erste Kooperationen eingehen oder unternehmerische Aktivitäten entfalten. Und genau wie zu diesem Beispiel zeige ich in meinen Vorträgen viele, viele weitere Aspekte auf, wie klare Zukunftstrends von heute schon für morgen genutzt werden können. Dabei habe ich festgestellt, dass meine Vorträge und meine Vorwärtsgedanken in diesen Vorträgen wirklich für jede Zuhörerin und jeden Zuhörer etwas bieten. Natürlich ist jeder an der Zukunft interessiert, denn in ihr werden wir alle leben. Und was kann und sollte uns also ein größeres Anliegen sein, als uns zeitnah und konkret und wirklich explizit auseinandergesetzt mit der Zukunft zu beschäftigen? Etwas mehr Zukunftsoptimismus können wir ohnehin alle gebrauchen. Schon angesichts der überwiegend düsteren Berichterstattung in den Medien. Besonders gern richte ich mich mit meinen Vorträgen an junge Leute, die sich vielleicht gerade mit den Themen Ausbildung und Berufswahl beschäftigen und die dann vielleicht durch meine Vorwärtsgedanken noch die eine oder andere ausschlaggebende Idee für die Gestaltung ihres beruflichen Weges bekommen. Denn das ist schließlich die Generation, die in Zukunft unseren Wohlstand sichern soll. Das sind diejenigen, die technikaffin, fremdsprachenorientiert, weltoffen und tolerant sind und genau mit diesen Stärken die Innovationsfähigkeit unserer Wirtschaft in Zukunft sichern sollen. Als Vorwärtsdenker möchte ich hier wachrütteln und gerade die jungen Leute inspirieren, sich ihrer eigenen Stärken bewusst zu werden und sich ihren Weg nicht von Eltern, Lehrern, Mitschülern oder sonst wem aufreden zu lassen, sondern diesen Weg selbst zu gehen. Wie keine Generation zuvor haben die jungen Leute, gerade die jungen Leute, als Fachkräfte von morgen die Chance, wirklich ihre Berufung zum Beruf zu machen. Nur die Ungewissheit wirkt bedrohlich. Und jede Veränderung, die über uns hereinbricht, die uns widerfährt, macht uns erstmal Angst. Das liegt in der menschlichen Natur. Aber jede Veränderung, die wir gesteuert und selbst und bewusst herbeiführen, ist spannend und bringt uns weiter. Gemäß meines Leitspruchs als Vorwärtsdenker, wer die Zukunft heute richtig anpackt, hält sie morgen in den Händen, möchte ich mit diesen spannenden Themen viele, viele Menschen erreichen, Optimismus verbreiten und zu einem mutigen Anpacken der Zukunft inspirieren. Buchen Sie mich, den Vorwärtsdenker, als Unternehmerin oder Unternehmer für Ihr nächstes Event oder Ihren nächsten Kongress und machen Sie damit Ihre Veranstaltung für Ihre Kunden, für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Ihre Gäste zu einem unvergesslichen, inspirierenden Erlebnis. Oder laden Sie mich ein im Rahmen eines Ausbildungstages in Ihr Unternehmen als Vortragsredner oder spendieren Sie meinen Auftritt Ihrer Partnerschule. Noch zum Abschluss. Ich halte es für enorm wichtig, bei diesen Themen im kreativen Austausch zu bleiben und insbesondere voneinander zu lernen. Ich lade Sie ein zum gemeinsamen Dialog Zukunft. Sie finden mich, den Vorwärtsdenker im Internet,
in den einschlägigen Social-Media-Kanälen wie zum Beispiel Facebook. Ich freue mich auf Sie. Lassen Sie uns gemeinsam vorwärts denken und die Zukunft anpacken.